Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pineview Drive mit eurem Heinz. Ja, letztes Mal haben wir gleich zwei Tage gemacht und jetzt haben wir den Hinweis auf eine Puppe gekriegt. Na, jetzt bin ich schon mal gespannt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo man jetzt suchen wir wieder das ganze Haus ab, irgendeine Puppe zu finden. Mit irgendeiner Puppe begann der Spuk. Naja, da lassen wir uns mal überraschen, lassen wir uns da mal nicht. So, wir machen das Übliche. Ja, jetzt rennen wir wieder durchs ganze Haus und suchen eine Puppe. Und die Musik hat schon ein bisschen geändert, könnte das sein? Wir haben ein bisschen andere Musik hier haben wir jetzt. So langsam rennt mir die Zeit davon. Ich brauche den Schlüssel zum Friedhofstor. Oh, nee. Ich denke, die Puppe müssen wir suchen. Jetzt suchen wir wieder einen Schlüssel. Ich fasse es nicht. Wo ist der Schlüssel? Hier haben wir nochmal Batterien. Haben wir hier nochmal. Haben wir R und E. So. Haben wir nochmal Batterien. Jetzt brauchen wir wieder einen Schlüssel. Für den Friedhof. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wo man sowas suchen soll. Und die Musik ist jetzt ganz anders. Wo gibt's einen Schlüssel? Wo gibt's bitte einen Schlüssel? Nee, hier, so. Ich komm mit den Fingern, ich lern's immer noch nicht. Ein Schlüssel hin. So ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Schlüssel. GPA-Schlüssel jetzt, wir wollen einen Schlüssel. Was wollen wir auf dem Friedhof? Das ist doch wieder gruselig auf dem Friedhof. Bestimmt. Aber wenn man jetzt wieder durchs Haus rennt, das sehen wir hier wieder nicht. Das ist ja immer, laufen wir zu langsam, aber dann wird er ewig lang. Weil ehrlich gesagt, nach so vielen Folgen jetzt. keine Lust mehr. Ja, du wieder. Ach, was wirst du schrickst denn da? Ist doch mal der Bus Telefon, du. Wir können mit dem Telefon telefonieren. So. Schlüssel, wir brauchen einen Schlüssel. Und wir haben bestimmt wieder am falschen Teil vom Haus angefangen, so wie immer. Ist ja die Frage, ob der Schlüssel für den Friedhof überhaupt im Haus ist, nicht? Das ist ja gleich mal die nächste Frage aller Fragen. Jetzt sind wir ja schon eh mal hier. Da können wir das die Order wieder machen hier mit gucken. Hm. Ja. Ich dachte schon, die gehen nicht mehr auf.
Die Boltern gibt uns den Schlüssel für den Friedhof. Wenn wir die ganzen Batterien, dann finden wir wieder keine. Spiel nicht alles verplempern. Bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, 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 bong, kling, klong. Oder so ähnlich. Kling, klong, bing, bong. Ja, man kriegt es irgendwie mit dem Kopf. Tja. So, jetzt haben wir noch ein Zimmer hier oben, um irgendwann mal wieder einen Hinweis kriegen, außer dass wir einen Schlüssel für den Friedhof brauchen. Tja, wo sind wir jetzt wieder? Irgendwo. Ach hier. Auf dem Klo. Keine Katze. Ach Ruhe. Hier kommen wir da wieder raus. Da können wir ja dann nehmen. Dachzimmer. Ja, aber ist das ja wirklich, da suchst du dir ja hier einen Wolf, ey. Sucht man sich ja. Und dann findet man wieder im letzten Zimmer, findet man einen Schlüssel. F wollte ich drücken. Damit es einen richtigen Ausgang haben. Ja, ja, die Musik, die ist so. Der Küche haben wir letztens das Bild gefunden. Im Fisch lag schon mal ein Schlüssel. Aber diesmal nie, offensichtlich. Zweimal nie, oder was? Ehrlich, Leute. Das macht dann langsam keinen Spaß mehr, ja. Weil man kennt ja nur die Zimmer, nur schon alle. komm, gib Strom, jetzt. Nein, das war bloß der Griff, der Schrankgriff, und ich dachte schon, ihr leuchtet der Schlüssel. Du. Nein, du, zu früh gefreut, wieder viel zu früh. Uhrenzimmer. Tja. Gleich pst. Gib lieber einen Schlüssel. Statt hier pst zu machen.
Also ein Hinweis wäre ja mal nicht ganz schlecht hier, weil man sucht sich ja hier einen Wolf. Echt, schon wieder mal. Da sind wir gekommen. Ach, hier war ja schon die nächste Tür. Mal gucken. Gibt's hier einen Schlüssel? Man muss immer reingehen, nicht dass der Spuk dann anfängt. Ja. Spuk verpassen. Falls es noch einen gibt, ich weiß es ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Aha. So, jetzt sind wir wieder im Bad. Im Klo nicht. Da war ja auch nichts. Waschbecken. Egal. Das ist immer einer, dann die Kerzen ausmachen wir überall, haben wir die mühevoll angemacht, du. Ja. Tja, Leute. Wie ihr seht, seht ihr nichts, nicht? Ach Mensch, wollte ich doch gar nicht mehr. Nehme ich immer die falschen Finger. Ich krieg das nie hin mit die blöden Spiele hier. Schon wieder Schneiderpuppen. Gebt mir nur mal einen Schlüssel. Her damit. Los jetzt. Du. Aber los. Zack ich. Hier. Nackische Busen hier. Der Bus sollte nur der Schlüssel. Also, das ist ein bisschen ein Witz. Obwohl ich da nicht mehr lachen kann. Ich sollte nochmal zurück in die Halle gehen. In die Halle? Ich fühlte mir ein, dort irgendwo was gesehen zu haben. Vielleicht war es auch oben an der großen Treppe. Aha! Halt die Klappe, du Heinz! In die große Halle. Oh Gott, wie kommen jetzt in die große Halle? Ich sehe nicht mehr durch, Leute. Ich habe keinen Plan mehr hier. Wir gehen erst mal hier lang. Oben an der Treppe. Nee, die. Oh. Krieg hier einen Krampf in die Finger. So, zack, 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 zack. Nee, das soll doch nicht rennen. Der Clown ist schon wieder weg. Der Clown ist schon wieder weg. Das ist so ein Ding mit dem Clown. Ach, die Musik ist auch dann, ne? Ja, jetzt sind wir in der großen Halle. Jetzt gucken wir mal schön langsam. Nicht diesen. Jetzt geht wieder das Licht aus im Spann im Moment. So. Oh, hier haben wir nochmal Batterien, haben wir hier nochmal, auf jeden Fall. Batterien, so. Auch oben an der Treppe oder was, in der Halle was gesehen. Ne, wir gucken erstmal in jede Ecke hier. Engelchen.
Ein Engelchen. Hilfe! Was macht man jetzt? Müssen wir da hingehen? Oh Gott. Ah, jetzt haben wir einen Schlüssel. Das muss der Schlüssel zum Friedhof sein. Da gehen wir jetzt mal zum Friedhof. Und dann gucken wir mal. Wir gehen hier außen rum. Man weiß, was uns Engelchen. Man weiß, was uns da erwartet. Nee. So, zack, 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 zack. Und es regnet natürlich wieder. So. Jetzt sind wir auf dem Friedhof. Finde Lindas Ruhestätte. Ach du meine Güte. Wir müssen ja weitermachen, wir können hier gar nicht aufhören, können wir nicht. Aber hier ist ein Zaun, hier kommen wir erstmal nicht lang, oder? Nein. Ja, so viele Gräber gibt es aber hier ja gar nicht. Da hinten ist eins. Oder gibt es aber bloß das eine Grab? Das jetzt mal. Weil ich brauche noch mal ein bisschen ein schönes. So. Das ist vielleicht besser. So. Welches ist es denn nun? Das in der Mitte? Ne, das ist ein Brunnen. Das ist ein Brunnen ohne Eier. Wetten, dass das wieder die Gruft ist und wir wieder einen Schlüssel brauchen. Weil ich will ohne rennen, weil wenn wir jetzt wieder rennen, dann verpassen wir wieder was. Was ist denn das? Setze das Foto in den Rahmen ein. Und jetzt? Jetzt müssen wir in den Keller. Oh Gott, was ist denn das jetzt? Wo schicken die uns hin? Aha. Mm-hmm.
Tag 30, du. Spielstand wurde gespeichert. Tja, meine Lieben, aber da würde ich sagen, wir lassen mal die Spannung, nicht? Die Spannung, da machen wir noch eine Folge hier. Da beenden wir erstmal an der Stelle. Oh, ich trinke noch schnell einen Schluck Tee. Und wer weiß, was uns dann am Tag 30 so alles erwartet. Ein bisschen Spannung müssen wir noch mal machen, ja. Das hilft alles nicht, nachdem wir nur so irre durchs Hall. Vielleicht ist dann die Folge in 5 Minuten erledigt, das wissen wir alles nicht. Aber wer weiß, was uns da noch so erwartet. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat trotz allem wieder ein bisschen Spaß gemacht. Danke wie immer fürs Zuschauen, freue mich, Däumchen hoch, Kommentare, Abonnenten, macht die Glocke an, damit ihr ja nichts verpasst. Und sag wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.